Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe meinen Pinguin wieder eingesammelt. Das Lustige war, der ist anscheinend, ich habe ja vorher gespeichert, der in warmen Meeresgrund zu finden. Der muss durch diese Eisscholle gerutscht sein. Und ich weiß nicht warum, ich habe jetzt zwei in der Hand. Ich habe mir keinen cheatet, der Chat kann das bestätigen. Warte mal, blende ich den Chat da jetzt ein oder nicht? Ich glaube. Wo ist er denn? Da. Achso, ich wollte nach links ziehen dann, ne? Genau, das wollte ich machen. Das wäre jetzt so der Augenblick, wo der Chat das bestätigen kann. Du hast nur einen. Weißt du sicher? Tatsache, ich habe nur einen. Okay, ich habe nur einen. Den siehst du, habe ich mir auch keinen entschieden. Warum steht denn da jetzt nichts? Im Chat. Eigentlich ist der eingeblendet. Komische Sache. Draußen ist Sturm. Eigentlich wollte ich was ausprobieren. Hat sich der Sturm jetzt schon wieder gelegt? Nee. Boah, es ist eine Waschküche. Ich würde ganz gerne mit Basisbau anfangen. Das wäre mir jetzt mal wichtig. Ich werde, glaube ich, nicht wieder auf dem Land bauen. Also da hinten war eine schöne Stelle, aber da sind keine Ressourcen. Ich muss auf jeden Fall auch irgendwo bauen, wo Ressourcen sind. Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, vielleicht doch einfach hier inmitten von dem diesem gedrehten Twisted Bridge Biom da zu bauen. Lass nicht 7 Days Sachen mehr leisten beim Inventar. Also, stimmt, hast du recht. So, jetzt will ich mal eine Sache ausprobieren. Es kam nämlich von China ein Kommentar auf YouTube. I am Penguin Lapin, your lover. Was? So, Fernbedienung. Es soll irgendwas passieren, wenn ich im Bild bin. Das probieren wir mal aus. Da bin ich. Dann machen wir mal ein Foto von. Wie war das? Links. Was? Was hat er gesagt? Wie mache ich nochmal ein Foto? Ich habe rechte Maustaste gedrückt. Surveillance activated? Hä? Warte mal. Ach, okay. Ach, die Einblendung. Das ist schön. Warte mal, wir machen ein Foto. F11, ne? Nee. F12, linke Maustaste. Sehr schön. Aber das finde ich cool. Das macht er nur, wenn ich zu sehen bin. Ach, geil! Okay, jetzt merke ich's. Das ist cool. Dann machen wir ein paar mehr. Ne, krieg ich mal ein anderes Overlay? Danke. Excellent Shot. Excellent Shot. Das ist lustig. Eine Selfie-Funktion. Extra für mich. Geh zum Beenden, bloß nicht gut drücken. Ich glaube, ich werde den jetzt öfter mal mitnehmen und überall Fotos von mir machen. So, mein Puls geht hoch. Weil mir wird kalt. Das ist lustig gemacht. Gab es jetzt schon ein neues Story-Update? Ich weiß nicht, wann das nächste Mal ein Story-Update kommt. Den Pinguin haben sie storyfrei eingebaut. Kann man so sagen. Den haben sie storylos eingebaut, den Pinguin. Was ich auch ein bisschen schade finde. So, wir nehmen erstmal ein bisschen Titan mit. Ich versuche mich jetzt erstmal am Basisbau. Emailliertes Glas brauche ich nicht. Lithium werde ich verbauen. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Den gepökelten Bumerang brauche ich nicht. Brauche ich den Seeleiter? Ein bisschen Quarz könnte ich noch gebrauchen. Nochmal Lithium. Das wäre nicht so falsch. Und kein Quarz gerade. Okay, es ist jetzt nicht so viel Quarz, aber ist okay. Einmal Glas noch mitnehmen. Und ich habe nichts zu essen.
Wollen den Propellerfisch mal eben kurz beißen? Der ist zwar so süß, aber wo der herkommt, kommt der andere her. Hydrin, vielen lieben Dank für die 17 Monate. Dankeschön, vielen lieben Dank. Was steht denn da? Kann ich den Magen umdrehen? Das nehmen wir in Kauf, sag ich mal so. Den esse ich auch noch. Was? Zäh, aber wohlschmecken, macht durstig, aber hält sich lange. Das ist schön. Ach, warte mal. Habe ich das Konstruktor-Tool überhaupt schon? Den sollte ich mir nämlich noch holen. Aber ich dachte, ich hätte den, hätte mir schon, kann ich mir nicht, habe ich doch schon mal eingesammelt. Ich kann mir doch einen craften, oder? Das sollte ich mich vielleicht erstmal tun. Aber sonst ist nichts mit bauen. Lasercutter. Schubkanone. Shit, ich habe das noch gar nicht, ne? Warum ist denn das so klein? Kann ich das ranzoomen? Nee. Ich hab den noch gar nicht, den Konstruktor. So viel zu... Was? Base Building? Kann ich noch gar nicht. Okay, das ist unklug. Ich komm nicht im Cosplay-Kostüm. Ich hab gar keins. Das ist doch ganz gut so. Als Pinguin oder als die Dame aus Subnautica. Was hättest du gerne, ne? Okay, ich versuche mal ganz schnell noch was zu essen. Dann müssen wir überhaupt erstmal... Kommst du her? Dann müssen wir uns mal eben das Konstruktionstool besorgen. Hier ist es im Biom, wo der Sea Emperor ist. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich da schon war und mir den besorgt habe. Habe ich anscheinend nicht. Vorher läuft ja hier gar nichts mit Basisbau. Wegen der Gegenstände. Haben sie das Crafting UI kleiner gemacht? Okay. So, kommen wir mal los. Mal gucken, was da meine Akkus gleich sagen. Ich hoffe, dass sie noch halten. Ja, muss reichen. Wir müssen in die Richtung. Irgendwas habe ich da wieder gerammt. Habe ich hier nicht irgendwelche Kisten ausgeblendet? Signalmanager, Abwurfkiste, 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 Abwurfkiste. Bei der war ich doch aber schon. Ich meine, ich war bei der schon. Wobei das Konstruktionstool. Ich war doch aber auch schon bei dieser Basis, wo, wie heißt der noch? Jeffreys liegen soll. Da war ich doch auch schon. Und ich meine, da gab's das. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal zu dieser Abwurfkiste. Das scheint ja ein bisschen auf dem Weg zu liegen. Aber ich glaube nicht, dass die uns neue Erkenntnisse bringt. Wo ist sie denn hin? Signal ist weg. Wird es nicht mehr angezeigt, finde ich zu nah dran. Sehr gemein. Wo soll die denn sein, die Abwurfkiste? Könnte man die mal wieder einblenden, bitte? Da, 123 Meter. Das Tool sollte in der Nähe der Kapsel lange, wo du anfängst. Das Bildertool? Das glaube ich nicht. Meinst du? Ja, es ist ja nicht so weit weg. Dann war das genau das Ding da. Ja, er hat ja nur gesagt, Sea Emperor Biom.
Da ist es doch. Ja, ich habe ja auch nichts gesagt. So, dann hole ich nochmal eben meinen Resttitan und dann gucken wir mal Basisbau an. Also zumindest will ich erstmal eine erste Hauptbasis haben. Ich kann mir gerne mal auch noch auf dem Land irgendwo eine kleine bauen. Aber ich brauche Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen und dafür muss ich mir ein gescheites Biom suchen. Was wird Val heute noch was zum Spielen bekommen? Wieso? Was bekomme ich denn zum Spielen? Was schwebt ihr denn da vor? Wollknäuel, Katze? Wo hab ich's reingepackt? Hier, ne? Doch, ja, da. Passt. Suchen wir uns einen schönen Ort und dann ist gut. Notversorgungslager, Eingang zum Gletscherbecken, ja, die Richtung. Irgendwo so hier zwischen. Irgendwo hier zwischen vielleicht. Aber schon bei den Twisted Bridges. Da mal ein bisschen was zu gucken dann. Und ich glaube, hier gibt es auch die abwechslungsreichsten Ressourcen unter Umständen. Na nu. Ich dann vorbei? Die müssten doch hier sein, oder nicht? Nee, was ist denn das hier für ein Biom? Jetzt zum Gletscher, aber ich dachte, auf dem Weg dorthin würden die. Nein, ich bin wohl getäuscht. Dann gehen wir ein bisschen in die Richtung. Ich möchte jedenfalls eine schöne Stelle haben. Fantastic Shark, schönen guten Abend. Ah ja, hier oben, das sieht doch twisted genug aus. Können wir ja eigentlich auch direkt hier dran bauen, ne? Ja, optisch finde ich das schon ganz nett hier. Wie weit ist das weg? 300 Meter. Solange wir so rein, weit wird mein Scanner wahrscheinlich nicht reichen. Ist ja cool, wenn ich da noch ein kleines Teilgebiet abdecken könnte. Was? Wer? Wo? Wo denn? Wo bist du denn? Hallo? Ey, du frisst nur kleine Fische. Du frisst nur kleine Fische, lass mich in Ruhe. Steigen wir mal aus. Hauptsache es leuchtet. Ja. Ach, bei unserem Wetter, was wir gerade in Bremen haben, ist Tauchen jetzt gar nicht unbedingt so schön, aber mir macht es trotzdem Spaß. Also nicht notwendig, sage ich mal so. Was bist du hier? Du bist hier nochmal Seemannfragment. Ja, und wenn wir dich wegscannen, können wir hier eine Basis hinsetzen, ne? Theoretisch. Was? Wer? Wo? Wieso triggert der mich denn von da schon? Spinnt der? Wir können hier eigentlich irgendwie frei schwimmen bauen, ne? Will ich hier drunter oder will ich da drüber? Hier unten ist eigentlich ganz schön. So, direkt hier so. Okay, gucken wir mal. Wir bauen uns erstmal so ein... mal gucken. Was denn? Du beißt mich! Haben sie es geändert? Was soll denn das? So ein Stresstyp, ey. Unglaublich. Wie rum möchte ich das?
Dich baue ich da erstmal hin. Das sieht ja komisch aus, ne? Oder? 30 seconds. Was? Ja, komm doch mal her. Ich gehe mal zu meiner Seemann. Der Hai möchte nicht, dass der Welli einzieht. So sieht das aus. Da kommt aber noch hinter. Es wird zurückgebissen. Ja, aber eigentlich tun die mir noch gar nichts. Ich glaube, das reiße ich auch gleich nochmal ab, aber ich will den Mehrzweckraum hier mal irgendwo dran positionieren. Da will ich ihn doch nicht dran haben. Was ist, wenn ihr da dran ist? Ja, guck mal, das ist doch schön zentral. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, den können wir wegnehmen. Glaube ich. Erstmal. Obwohl, ja doch, mal gucken, kann ich den, ach, geht ja nicht, ich kann die nur da dran machen oder, ja, mal gucken, da könnte ich einen dann noch, das ist unpraktisch, was ich hier tue, ne, oder? Ja, das ist nicht gut, da muss der nochmal weg. Kann ich den direkt? Direkt hier. Hasch. Habe ich noch ein Midi-Pack dabei? Nee. Das kann ja was werden hier. Okay, ich brauche ein Medipack. Verdammt, das ist aber gefährlich hier, oder? Habe ich eine Boje dabei? Ich habe eine Boje dabei. Also mit dem ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wir haben die Boje da schon ausgesetzt, damit ich es wiederfinde. Das ist schon mal eine gute Sache. Das Vieh mag mich. Unglaublich. Und immer diese kleinen Kracherfische, die dann auch noch auf Selbstmordreise gehen. Ich muss mir eben mal kurz ein Medikett herstellen, sonst bin ich gleich tot. Das ist nicht lustig. Mordhose, einen schönen guten Abend. Immer gucken, wenn ich noch zwei Blei habe, kann ich mir eine Plattform positionieren. Dann bin ich da vielleicht etwas freier mit dem Bauen. Ich möchte den Mehrzweckraum so stellen, dass ich möglichst in alle vier Richtungen weiterbauen kann von da aus. Deshalb eben das Tralala. Aber beim Basisbau bin ich ja immer ein bisschen langsamer, das wissen wir ja. Ich glaube, ich brauche zwei Stoff oder sowas, ne? Für erste Hilfe. Ein Fasergewebe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch eins hatte. Sieht jetzt nicht so aus. Kein Fasergewebe für Well. Was war Fasergewebe nochmal? Schlingpflanzenprobe.
holen wir uns mal hin. Will wir in alle vier Richtungen bauen? Endlich setzt er meinen Vorschlag des inwandigen Turms um. Ein langer zentraler Stollen mit Zimmern draußen drum. Nee, also weiß nicht. Das war jetzt nicht mein Hintergedanke. Aber kann man machen. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, was ist denn ein innenwandiger Turm? Also da musst du ja aber in der Mitte, musst du dann ja schon mehrere Räume übereinander setzen. Sonst ist ja kein Turm, oder, Mortus? Oder wie meinst du das? Oh, guck mal, ein Essen. Dann schleppen wir den nicht gleich mit rum. Ist ja auch in Ordnung. Ich brauch dringend Platz, Lagerplatz und alles. Wag es mir doch nicht, die Illusion zu zerstören. Obwohl die Realität ist doch gut. Ach so, ja, nee, danke für den Plan. Ich fand die Idee brillant. Auch wenn ich sie noch nicht ganz verstanden habe und das wird so umgesetzt. Also, auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe, aber... So, zack, jetzt geht's mir wieder besser. Mitnehmen, 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 mitnehmen und einen Kaffee. Ja, wohl, warum? Batterieladestand 100%. Die können wir mitnehmen und raus hier. Also nochmal zurück. Ich muss fertig werden mit Bauen, bevor mir die Akkus alle leer gehen. Das wird noch ein Problem hier. Wo ist denn jetzt die Boje? Da steht Eingang. Ach so, ach, die Boje hat sie die Beschriftung gemerkt, die ich ihr mal gegeben habe. Das ist ja interessant. Die hatte ich mal für den Eingang unten Richtung, na, wo die erste Alien-Basis zu finden ist. Dafür hatte ich die beschriftet. Ah, Gottes Willen, wer macht denn sowas? Ey, das ist cool. Hier mittendrin bauen. Das wäre auch lustig. Können wir auch machen, ne? Statt da vorne, oder? Hier diesen Looping. Der geht aber arg hoch. Oder möchte ich hier... Wo waren jetzt da vorne? Ja, jetzt vielleicht ein bisschen, echt ein bisschen nervig, ne, bei den beiden Viechern. Ne? Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Schon lustig mit diesem Looping hier, ne? Gucken wir mal. Gehen wir mal raus. Was? Ein Hu! Endlich zweistellig! Einen schönen guten Abend! Vielen lieben Dank für den... Ach, hier ist ja auch so ein Viech. Für die 10... Monate, Dankeschön. Ich verstehe das Spiel nicht so ganz... Wann ich hier was setzen kann. Ich verstehe es nicht. Rapides, Narend. So ganz blicke ich durch dieses Spiel nicht durch, wann ich was setzen kann. Ja, top. So machen wir das. Der kann weg. Der kann weg. Der kann daran. Ja gut, wenn ich jetzt hier den Werkzweck reinbaue, kann ich natürlich mir nach da und nach da bauen. Das geht natürlich nicht. Obwohl, vielleicht probieren wir mal eben aus.
Vielleicht doch, weil er da schon rausragt. Warte mal. Nee. Doch, vielleicht. Wir probieren das mal aus. Geht das oder geht das nicht? Ich kann das nicht so gut abschätzen. Es wäre lustig, wenn ich da direkt dran vorbeibauen könnte. Nee. Das lässt er nicht zu. Nee, okay, gut. Du musst ja wieder weiter nach links oder weiter nach rechts. Das kriegen wir aber hin. Den Begriff des innenwandigen Turms habe ich aus einem D&D Kaufabenteuer, Dungeons and Dragons. Der Mario-Turm war in einer Höhle errichtet worden. Effektiv nur ein Schacht, in dem man unten reinkam und über Treppen über ein Dutzend Metern in die Höhe reichte. Auf unterschiedlichen Höhen wurden dann von diesem zentralen Schacht aus weiter Räumen in die Höhlenwand gegraben, anstatt der Stockwerke durch Zwischengeschosse in den Schacht unterteilen. Ah, es sieht aus wie ein nach links gedrehter Turm, das klingt interessant. Ja, super, guck mal, es geht doch. Und wir können aber hier nicht weiter nach oben. Oder? Können wir da noch einen draufsetzen? Oh doch, das geht auch. Ja, cool. Nicht, dass der verschwindet hier gleich, der oben. Nee, ja, schön. Ja, dann machen wir das doch. Das ist doch top. So, dann kommt hier vorne so ein Nupsi drauf. Und ich glaube, für Solarzellen brauchen wir Blei, ne? War das nicht so? Für Solarzellen brauchen wir Blei. Nee. Ach nee, das war ja kein Sol, das war ja... Ah, ja, schön. Ja, dann. 30 Sekunden. Kupfererz. Sehr schön. Was macht mein Inventarplatz? Fast aufgebraucht. Ja, alles klar. Dann nochmal zurück. Ich kenne mich ja. Wo ist hier hin? Da. Es hat wupp 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 gemacht. Ach du Schande. Ach du, Moment, eben einsammeln. Ach du Schande, was machst du denn da? Okay, ich verabschiede mich mal aus der Aufnahme. Vielen lieben Dank, Desiatus, dauert das eine Weile. Dankeschön. Krass, Moment. Tschüss, bis zum nächsten Mal.